Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich, hatten uns diesen Vorort hier aufgebaut. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal tatsächlich auch dabei, umzujustieren. Und zwar, dass wir ja Vororte aufbauen, tatsächlich, die dann so aussehen. Und als Unterstützung quasi für die Hauptstadt, weil was soll ich dazu sagen, die Hauptstadt braucht halt auch Unterstützung von anderen Städten, das ist um zu wachsen, das ist ja ganz klar, ja. Und deshalb würde ich sagen, machen wir mal jetzt unsere Nachfrage nach Herstellungsindustrie. Genau, die Industriegebiete wachsen auch weiter und genau, und hier wird einiges nachgefragt, tatsächlich. Würde ich einfach mal sagen, jo, steigen wir direkt ein. ich habe tatsächlich ein bisschen Zeit gefunden in dieser Woche, weil ich zurzeit allein zu Hause bin und nichts zu tun habe, habe ich mir gedacht, ja, komm, spielst du SimCity 4 weiter. Das lohnt sich immer, ist auch ein sehr, sehr guter Zeitvertreib, muss ich sagen. So, dann genau, neue Flächen eröffnen, weil wir wollen ja weiter in der Hauptstadt wachsen. Ja, ein Brand. Ihr wisst, was das heißt. Große Feuerwache. Hierhin. Diesmal kein Betrieb schließen. So, da haben sie wieder ein Geschenkchen gebaut hier. genau, und um in der Hauptstadt halt weiter zu wachsen, um es eine richtige Megastadt werden lassen zu können. Habe ich das richtig gesagt? Keine Ahnung. Toter Waldpapier. Oh Mann. Brauchen wir halt, ja, die Vororte und mehr Industrie tatsächlich, damit mehr Gewerbe nachgefragt wird. Genau, und warum braucht das so lange, die Herstellungsindustrie zu, hier zu kriegen? Das wundert mich gerade ein bisschen. Was will die Herstellungsindustrie? Warum lagert die sich hier nicht an? Brauchen die vielleicht Polizei oder was? Ja, aber habe ich doch sonst auch nie gebraucht. Verdammt. Upsala. Mach das mal. So, ihr seht, was das Problem ist. Wasser ist ein Problem, weil die Wasserpumpen nicht mit Strom versorgt sind. So. Nur warum kommt hier keine Herstellungsindustrie? Wegen der Feuerwache? Ah, da kommt sie, okay. Ganz langsam. Ist aber auch Schwerindustrie. Ne, die Herstellungsindustrie, die braucht immer ein bisschen, habe ich das Gefühl. Wachsende Stadt sehen sich nach Saft. Ja, gleich, Freunde. Boah. Ein Hintern voller Industriejobs. Wer will hier schon wohnen, ne? Niemand. Was ist denn das? Warum? Aufgrund Wassermangel. Ah, okay. Wegen dem Wassermangel, oder was? Ach, verdammt. Ja, schaut euch das an. Der Wassermangel. Aber wir haben es. Hey, schaut euch das an. Wir haben die Nachfrage gedeckt. Sehr schön. Und dann gucken wir jetzt nochmal, dass wir hier die Vororte ausgebaut kriegen. Wir brauchen Einwohner, ne? Ja, wir brauchen mittlere und reiche Einwohner. Okay, hier tut sich aber auch nichts mehr. Geschenkchen, ja, okay, Geschenkchen. Das machen wir mal weg. So. Genau, alles klar, Freunde. Und dann freue ich mich, dass ich mal wieder hier eingeschaltet habe, natürlich bei SimCity 4. Wie wir hier weiter unsere Region ausbauen, tatsächlich, weil wir müssten hier bei SimCity 4 regional denken, ne? Stadion, nein, danke. Passt nicht hier hin. Wir müssen bei SimCity 4 tatsächlich regional denken und je mehr. Ui. Und je mehr Einwohner und Jobs regionales gibt. Oh, wir haben einen Brand. Ja gut, dann bauen wir mal eine Feuerwache hier hin. Eine große Feuerwache einfach. Einfach hier hin, so, zack.
Sorry für das kleine Apartmenthaus. Und wie gesagt, je mehr Jobs und Einwohner es in einer Region gibt, desto höher ist auch die Nachfrage nach Wolkenkratzern in unserer Hauptstadt. Ja, Bandagen, Blues, Gesundheit und Bildung hochschrauben müssen wir. Die Gesundheit ist schon oben. Hehe. Okay, das ist jetzt blöd. Okay, dann bauen wir halt ein kleines Ärztezentrum. Haben wir gar kein... Doch, wir haben doch ein Krankenhaus. Aber was für eine Reichweite hat denn das? Deckt die ganze Stadt ab. Ja, okay, dann ist das kein Wunder, dass die streiken. Jetzt mal ehrlich, so. Gut, dann haben wir hier... Ja, sehr gut. Da kommen neue Hochhäuser, beziehungsweise Häuserchen hoch. In unserem Vorort. Ja, cool. Freunde, cool. Haben sie denn alles? Haben sie auch ein Polizeirevier? Polizeirevier haben sie doch, oder? Aber deckt nicht die ganze Stadt ab. Das deckt nicht die ganze Stadt ab. Aber es sollte in Ordnung gehen. Gut, aber das passt dann erstmal. Ah, wartet mal, da kommen die Reichen. Da kommen die reichen Leute. Bandagenblues. Okay, wir müssen noch ein Krankenhaus bauen hier. Machen wir das mal dahin, wo das Geschenkchen war. So. Genau, Freunde. Ja, die sind ganz schön voll, die Krankenhäuser, muss man sagen. Aber das passt schon. Wunderbar, Freunde. Mich wundert das, dass hier tatsächlich auch Hochhäuser kommen. Hotel Wolverine. Was zur Hölle? Barry Sanders Projekt. Krass. Sieht auf jeden Fall cool aus. Giant Tiger. Ja, das ist eine Mall, ne? Ja, das ist eine Mall. Gut, dann haben wir hier auch nochmal ein Geschenkchen. Und ja, Freunde, dann freue ich mich, dass wir wieder hier eingeschaltet haben bei SimCity 4. Hoffe, dass euch das nach wie vor gefällt. Wie wir jetzt hier weiter unsere Region tatsächlich wachsen lassen. Und da würde ich einfach mal vorschlagen. Machen wir mal hier eine neue Stadt hin. Genau. Neuen Vorort. Gestikuliere Mimen. Was zur Hölle. So, brauchen wir natürlich eine Verbindung zur Unterstützungsstadt und eine Verbindung hierhin und eine Verbindung hierhin. So, und dann müssen wir leider aber auch noch mal kurz raus eine Verbindung von der Unterstützungsstadt hier runter schaffen. Dass wir dann hier tatsächlich die Stromleitung nehmen. Ja, wobei, wartet mal. Ach man doch, ja, Kraftwerk. Wir nehmen ja ein bisschen Geld ein mittlerweile. Nicht viel zwar, aber ja, was soll man dazu sagen? Das kommt alles mit der Zeit. Und mit dem Nachbarschaftshandel. Deswegen würde ich auch sagen, dass wir hier das so machen und hier eine Stromleitung hinlegen. Für den Nachbarstand, aber hier ist jetzt keine Verbindung. Warum? Mach doch eine Ver... Ah, jetzt. Hier geht es, oder was? Und aber hier nicht, oder was? Was ist denn hier los? Warte mal, machen wir es mal zurück. Mach doch hier eine Verbindung hin. So, jetzt. Okay. Wunderbar. Und dann haben wir hier jetzt Platz für einen größeren Vorort. Tatsächlich. Und ihr seht hier die Stromleitung. Sehr schön. Sehr gut. Freunde, dann können wir... alles anpacken hier. Ja, wunderbar. Das ist nämlich die Supportstadt. Ja, nein. Gut. Hier werde ich auch nur mittelgroße Gebäude hinbauen. Machen wir es mal so, genau. Und hier werde ich jetzt auch anfangen, wieder die Wohngebiete zu strukturieren. Weil,
Ah, der Reflex wieder. Weil es immer besser ist, was ist das denn jetzt hier? Was ist das denn? Ah, okay. So rum geht das. Weil es immer besser ist, wenn es größere Straßen gibt tatsächlich. Hey, wenn ich das so mache, dann... Ah so, okay. So kann man es auch machen. Bei den mittleren Wohngebieten ist die Struktur ein bisschen anders. Geben wir denen mal ein paar Parks erstmal. Weil damit die Leute halt schneller hier wegkommen. Das ist jetzt halt... So, und hier werde ich dann auch ein Bussystem aufbauen, tatsächlich. Gut. Bushaltestellen, genau, weil ich möchte hier tatsächlich auch dann vernünftigen Verkehr haben. Na? Genau. Und aber eine U-Bahn brauchen sie nicht, weil eine U-Bahn ist zu teuer erstmal für so eine mittelgroße Stadt. Aber so, genau. Dann hätten wir hier das Wasser. Tada, so, genau. Ah, verdammt. Ja gut, egal. Und gut, ich glaube dann... Ah, Moment. Polizei. Polizei brauchen wir doch noch hier. Ja, Polizei. Feuerwehr. Krankenhaus. Und eine Schule. Eine Schule noch nicht. Weil da würde ich direkt die große bauen. So, Nachbarschaftshandel. Ein Megawatt, ein Kubikmeter. Und hier Öl exportieren. Und zack. So, dann können sie kommen. Da kommen sie auch schon. Seht ihr das? Da kommen sie auch schon. Neustadt erlangt guten Ruf als Reiseziel. Oh, was ist denn das? Das ist ein Hotel oder so? Urlaubshotel, tatsächlich. Ja, okay. Nachbarschaftshandel, Wasser... welche Stadt ist jetzt welche? Das ist jetzt die Frage. So, da haben wir die große Grundschule. Sehr gut. Können wir dann auch hier hin zimmern. Bürgermeistervilla werde ich hier tatsächlich auch aufbauen. So. Große weiterführende Schule. Ja, machen wir mal. Hier so hin, zack. Da wird sie direkt alles haben, die Bürger. Ich weiß, es kostet zwar, aber Bildung sollte es schon wert sein, denke ich. Ja, das brauchen wir nicht, das ist so ein extra Ding. Gut, dann können wir hier nochmal ein bisschen was aufbauen. So. Was ist denn? Sind das einmal Einzelhäuser? Wie süß. Kleines Haus. Cool. Ja, und ihr seht, hier rollt schon der Verkehr. Die fahren alle tatsächlich in die Nachbarstädte. Genau. Und wie gesagt, wenn wir jetzt hier genug Regionsbevölkerung haben, dann gehe ich nochmal in die Hauptstadt zurück und baue mal die Skyline weiter. 79. Ja, okay, das ist die Hauptstadt. Die Supportstadt, okay. Aber erstmal hier nochmal ein paar Wohngebiete hinzimmern. Hier, so, genau. Können wir hier auch nochmal ein paar Bushaltestellchen hinmachen. So und so. Ach ja, Freunde, das spielt sich schon gut, das Spiel, muss ich sagen. Das spielt sich schon sehr gut. Nein! Ach, verdammt. Warum richtet der sich immer so komisch aus? So. Dann hier bitte. So rum, genau. Oh, schau dir das an. Richtig cool. Ich kriege richtig viele Einwohner. Nee, große Wasserpumpen brauchen wir hier nicht. Die haben wir ausgelagert. Die Bürgermeisterstatue machen wir gleich. So, weil irgendwann werden auch wieder... Ihr seht es nämlich, ne, die Gewerbenachfrage ist ziemlich unten. Gesundheit mal hochschrauben. Die Gewerbenachfrage ist ziemlich unten und die wollen wir bitte hochschrauben. Und deswegen, ja, machen wir ja den ganzen Kram hier.
wenn wir in der Hauptstadt mal ein bisschen vorankommen. So, machen wir hier nochmal und hier machen wir nochmal ein paar Verbindungsstraßen zu den Nachbarn hin, damit die Leute nicht so weit fahren müssen. Die Ärzte-Scharen. Ja, ich hab's schon gesehen. Nochmal Bushaltestelle. Achso, Straße noch, ne? Straße, ja. Straße durch die Mitte. So. Nein, keine großen Kleidegebäude, bitte. So. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht es tatsächlich sehr gut. Ich nehme das, wie ich schon sagte, an einem Dienstag auf, aber... ja, mitten in der Arbeitswoche, aber ich habe irgendwie trotzdem die Energie, jetzt hier aufzunehmen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal. So, hier zack, die Bürgermeisterstatue. Sonst haben wir nichts. Wo fahren die eigentlich alle hin? Die fahren alle hier oben hin? Ach so, durch den anderen Vorort fahren die. Ja, verstehe. Verstehe. Okay. Straße platzt aus allen Nähten. Ja gut, die ist aber außerhalb. Das passt schon. Die Straße ist außerhalb. Jo, ich denke, dann können wir weiter expandieren hier. Das ist ja lediglich ein Vorort. Ja, da müssen wir nicht so viel drauf achten, dass wir, ob wir auch ästhetisch bauen, sondern einfach ja, viele Bürger jetzt bekommen. So, aber doch hier war ich doch richtig. Okay. Und ja, dann hier fehlt noch eine Verbindungsstraße. Und noch mal ein paar Bushaltestellen hier hin. Eine hier, eine hier, eine hier. Und dann hoffe ich auch, dass euch der neue Ansatz hier zusagt, dass wir jetzt erstmal auf die Vororte gehen. Weil, wie gesagt, ich finde, das ist nötig für die Hauptstadt. Weil, ihr habt es gesehen, die Hauptstadt, die hat so ein bisschen stagniert, das Wachstum. Und da machen wir jetzt hier ein paar kleinere Städtchen hin. Um halt, weil ihr seht, wir sind nämlich auch schon, selbst bei den mittleren sind wir schon bei knapp 20.000 Bürgern. Und das ist, hier ist immer noch maximale Bewohnernachfrage. Die bauen sich weiter auf, das ist gut. Vielleicht geben wir denen hier mal einen kleinen Park. Oder eine große Grünfläche sogar. Dann geben wir denen mal eine große Grünfläche, so, damit die jetzt mehr... Genau. Meistens sehen sich nach Saft. Das ist in Ordnung. Genau, selbst auf der mittleren Klasse kommen hier diese Mini-Towers. Finde ich gut. Okay. Dann machen wir aber noch mehr Wohngebiete auf. 5, 6. Ich mache keine 4x4 Gebäude, weil 4x4 Gebäude gibt es in den mittleren Gebieten so gesagt nicht. Das Maximale sind tatsächlich 3x3 hier in diesen durchschnittlich bebauten Gebieten. Aber hey, schau dir das an, die bauen hier direkt ihre Hochhäuser, beziehungsweise ihre Wohnungen. Genau, Wohnungen sind das überwiegend, ja. Mal zack. Lehrer drohen mit Streik, ja, das machen wir gleich. Wir verdienen noch nicht so viel Geld, dass wir uns das leisten können. Wartet mal, die Gesundheit können wir vielleicht ein bisschen runterschrauben. Damit wir nicht so viel Geld verlieren. Ach, die Mediziner. Ja. Kaum drehen wir denen den Geldhahn ab. Ne? Warum verdienen wir nichts? Lehrer streiken, ja, super. Super toll. Da ist wieder ein Geschenkchen hier. Upsala, das wollte ich jetzt nicht. Die Lehrer streiken. Haben wir Polizei hier? Wir haben hier eigentlich alles, was wir brauchen. Ne? Deswegen müssen wir aber auch so langsam ein bisschen darauf achten, dass wir genug Geld reinkriegen.
Wir machen hier nochmal bitte eine Verbindung. Ja, wir bauen einfach weiter. Also das ist ja jetzt sehr strukturiert hier. Ich würde sagen, wir bauen einfach drauf los. Ich meine, hier sind ja nur Einwohner und die sind nicht arbeitslos, wie ihr seht. Die sind tatsächlich nicht arbeitslos. Ah, jetzt müssen wir aber mal die Gesundheit wieder hochdrehen. Die Bildung auch minimal hochdrehen. So. Ablehnen. Ach, wir brauchen was? Das ist ja krass. 188. So. Okay. Wir brauchen wieder Wasser. Das ist aber nicht so teuer. Wunderbar. Dann können wir auch schon weiterbauen hier. Wunderbar. Ja, das macht doch Spaß, würde ich sagen. Alles Wohngebiete, ne? Also, klasse, das Wohngebiete. Alles Wohnungen, tatsächlich. Finde ich sehr gut, weil da kriegen wir mehr Bürger und so nehmen wir auch mehr Geld ein. Lehrpersonal. Ja, Leute. Ist okay. So. Genau. Ja, Gefängnisbetrieb. Verdammt auch mal, wir müssen erstmal finanziell hier auf einen grünen Ast kommen. So. Was können wir denn noch machen? Wir könnten die Privatschule. Ja, das ist natürlich. Privatschule ist immer gut. Die werde ich auch direkt hier hinklatschen. Nein, am besten nicht dahin, am besten so in die Mitte. Weil dieses Ding, die Privatschule ist tatsächlich für die Reichen gedacht, so. Ah nein, das ist eine Grundschule, was ich jetzt hier gebaut habe. Och, ich Idiot. Hier ist doch die Privatschule. So, genau. Für eine Gratisschule quasi für die Reichen. Und wir müssen tatsächlich jetzt drauf achten, ne? Das war... Alles krank. Oh, und seht ihr, hier ist wieder Gewerbenachfrage. Aha, seht ihr? Es ist tatsächlich, hat das tatsächlich direkte Auswirkungen. Ja, und, dann bauen wir weiter. Weil wir müssen tatsächlich mehr Einwohner kriegen und zwar schnell. Weil wir brauchen Steuergelder. Wir brauchen unbedingt Steuergelder. Ich bin fast am Überlegen zu sagen, dass wir hier an den Außenrändern, dass wir da Mautstationen hinbauen. Weil wir brauchen scheinbar tatsächlich diese Mautstationen hier. Einfach um, ja, mehr Einnahmen zu haben. Aber ich glaube, die Einnahmen werden jetzt auch... Ja, Gott sei Dank. Noch nicht ganz, aber wir sind gleich im Plus. Oh Gott, und wir sind schon wieder bei 23 Minuten. So schnell. Meine Güte, Freunde. Oh, das ist so krass. So, wir sind im Plus. Wunderbar, das heißt, wir können ein bisschen... Oh! Was ist das denn? Junghut Estate. What? Okay. Kleine Türme hier. Finde ich gut. So, wir können jetzt aber auch langsam mal ein bisschen wieder hochschrauben. So, die Gesundheit. Ja, oder brauchen wir noch ein paar Parks? Ich denke mal, wir brauchen noch ein paar Parks hier. Genau, okay. Ah, die wollen Parks haben. Okay, dann verstehe ich das natürlich, wenn sie hier nicht einziehen, wenn sie Parks haben wollen. Ja, guckt euch das an. Sehr schön. Luftverschmutzung sollte gering sein. Ja, erstmal keine Bürgermeisterstatue. Vorschule, auf jeden Fall. Vorschule ist immer gut. Aber wobei, erstmal noch nicht. Luftverschmutzung? Nö, geht. Okay. Brauchen noch diese Verordnung zur Luftreinheit. Stadtverordnung. So, Glücksspiel machen. Verordnung zur Luftreinheit hier. Oh, 226. Aber dadurch geht die Luftverschmutzung runter. Wie ihr seht. Na, hier zum Beispiel. Geht runter auf jeden Fall. Und ich
ich würde sagen, machen jetzt wieder unseren schönen Trick hier. Machen mal überall diese Bäume hin. Schaut euch das an. Und schon bauen sie hier wie verrückt ihre Gebäude hoch. Und schon ist hier rasantes Wachstum angesagt. Wir brauchen Energie. So. Wunderbar. Ja, und schon haben wir hier eine aufstrebende Stadt. Nur wegen den Bäumen, das ist so krass, ne? Die Luftverschmutzung ist auch noch in Ordnung. Verkehr? Wow. Ah, geht noch, geht noch. Also, man, die Staus sind halt nicht zu verhindern. Gut, was sagen Sie da? Gefängnisbetrieb nach Drehtürprinzip. Wir brauchen also noch ein Gefängnis. Hm. Sind das reiche Leute? Mittlere. Okay. Ich glaube, wir können das uns leisten, das Gefängnis hier hinzumachen. So, aber dann dafür bei der öffentlichen Sicherheit den Strafvollzug ganz nach unten machen. Weil wir brauchen kein teures Gefängnis. Ihr seht das, ne? Es sind nur 42 Insassen oder so. Wir haben 115 Zellen. Das passt. So, Jung. Estate, sehr schön. Ja, cool. Muss ich mal probieren, nochmal meinen Bäume-Trick hier. Die bauen immer noch. Die bauen immer noch. Wie krass, schaut euch das an. Ja, okay. Gute Grüns von Golfer. Ja, noch nicht. Wir brauchen jetzt mal Nachbarschaftshandel. Mehr Wasser. Ja, und schaut euch das an. Wir sind jetzt fett im Plus. Das heißt, wir können die Bildung hoch... Oh Gott. Wir können die Bildung ein bisschen hochschrauben. Fakultät Propheten von neue Uni. Erstmal nicht. Erstmal nicht. So, das heißt, die Gewerbenachfrage ist jetzt komischerweise wieder weg. Warum auch immer. Machen wir mal wieder unseren Bäubetrick. Ich liebe diesen Bäumetrick. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach krass zu sehen, wie die Gebäude aufbauen, nur weil ich Bäume pflanze. Aber ich glaube, das war's jetzt. Das war's jetzt, ja. Das war's jetzt mit dem Wachstum. Aber es reicht. Schaut euch das an. Es reicht. Das heißt, wir können dann aber auch hier nochmal was von den Geschenken aufbauen. Friedhof zum Beispiel. Also langsam bräuchte man auch wieder mehr Bildung, ne? Friedhof neben das Gefängnis, ja, das passt. Das passt auch. Gut. Haben wir hier noch was, was wir aufstellen können? Den Country Club tatsächlich für die Reichen. Ja, mach den mal hier hin. So. Was gibt's noch? Beeindruckende Bürgermeisterstatue. Das ist eine kleine, ne? Ja, das ist eine kleine. Machen wir die mal hier so hin. Okay, genau. Hier. Okay. Oder sonst noch was? Noch eine kleine. Machen wir auch hier hin. Zwei nebeneinander. Die Uni. Das war's. Okay. Gut, dann würde ich vorschlagen, hier mal eine neue Verbindung hin. Und ein neues Wohngebiet mache ich noch. Und hier 5, 6, genau. Und dann tatsächlich werde ich die Folge beenden. Ist schon wieder so weit. Ja, es ist schon wieder so weit. Das ist doch total bescheuert. Dass das immer so schnell gehen muss, ne? So. Hier. Und... Ach, das ist... Okay, aber da kann ich dafür Parks reinbauen. Das tut den Leuten gut. So, einfach hier durchziehen. Eine Parkreihe. So, ich denke mal, dann brauchen die noch Wasserversorgung, ne? Ui, zack. Ah ne, Wasser haben sie noch, okay. Okay.
mach mal den Bäubetrick hier. Bäume pflanzen. Und zack, da bauen sie schon wieder. Sehr gut. Gut, Freunde. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen... Oh, was ist das denn? Wartet mal. Das sieht hübsch aus. Waldorf Apartments. Gut, Freunde, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal Like oder Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meiner Discord-Server. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.